Ich heiße euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Das Böse und unter der Sonne. Ich war mal so frei und hab mal geguckt, wie die Orte hier so heißen. Ich habe keine Karte. Nee, das führt mich ja nur zum Hauptmenü, stimmt. Das sind die ganzen Verdächtigen, die können wir auch noch so durchgehen. Okay. Bis jetzt wissen wir noch nicht viel über die jeweiligen. Jedenfalls weiß ich jetzt, wo Cutter's Cove ist, sodass wir das mit den Zeiten machen können. Jetzt mal hier die ganzen Sachen. Ja, der war ja ganz verdächtig, so den Drohbrief wollte ich auch. Du hast so viele Menschen Böses getan, die gerechte Strafe wird dich ereilen. Die Kräfte, die dein Schicksal besiegen, ziehen sich bereits zusammen, unsichtbar und unaufhaltsam. Ja, gestoppte Zeiten habe ich halt noch keine. Ich meine, ich wusste, wo das ist, ne? Das eine war, glaube ich, jetzt hier unten, ne? Genau. Dies ist weder die Zeit noch der Ort dafür. Ich dachte, von hier aus sollte ich das stoppen. Okay, dann von hier. Vom Hotel bis zur Katastrophe braucht man 25 Minuten. Ist aber auch interessant. Ich dachte, ich müsste dorthin laufen. Nicht, dass er das von sich aus macht. Hat man von, nee, von dem Strand unten hat man das getestet, ne? Vom Badestrand bis zur Katterskurve braucht man über den Weg 18 Minuten. Lol, und ich mache mir Gedanken, wo ist denn dieses Katterskurve? Oh. Patrick, mein Schatz, du bist so ein Spielkind. Manns genug. Ich verstehe, was Sie meinen, alter Freund. Es zieht tatsächlich ein Sturm herauf. Ist schon kackendreist, das vor den Augen aller zu tun. Da, was heißt die vor allen, ne? Von hier aus sollte man ja auch testen. Dies ist weder die Zeit. Denn eben von hier? Von der Ledges. Okay. Die Zeiten können wir uns ja alle im Notizbuch angucken. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Warte mal, ich muss mal gucken, wo ich noch nicht war. Vom Tennisplatz sollte ich doch auch. Hier ist ein guter Ausgang. Ah, ja, jetzt sagt er das natürlich. Vom Tennisplatz bis zur Katastrophe braucht man 20 Minuten. Okay. Vor allem, warum messen wir das mit der Katastrophe? Dies ist wie. Okay, dann hier drinne. Von den Klosterruinen bis zur Katastrophe braucht man 12 Minuten. Und dann noch da, wo wir den Vogelgedöns da gebaut haben. Von der Sanctuary-Cove bis zur Katastrophe braucht man 15 Minuten. Okay. Haben wir jetzt alle Zeiten? Da 6, 10, 15, 12. Zumindest die, die er aufgelistet hat. Gut. Wir haben das. Wir haben mit allen so weit geredet, wie es zu reden gab. Wir haben die Broschüre gar nicht mit, ne? Nee, wir haben die Broschüre nicht. Da ist die Broschüre. Die habe ich ganz vergessen mitzunehmen. Bestimmt hier drin, oder? Dokumente? Nein? Okay. Dann ist sie hier drin. Okay. Dürfen wir gar nicht mal lesen. Schade.
Gibt es sonst noch etwas, Mr. Poirot? Steht den Gästen ein Hotel-Safe zur Verfügung? Natürlich. Wir nehmen gerne Ihre Wertsachen in Verwahrung. Sind Sie schon lange Leiterin dieses Hauses? Erst seit ein paar Monaten. Ist nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir erhofft hatte. Und durch den Krieg wird es wohl auch nicht mehr lange so weitergehen. Gibt es drüben auf dem Festland irgendwelche Golfplätze? Hastings, Poirot spielt kein Golf. Bedenken Sie bitte, wo und wer Sie sind. Tut mir leid, alter Knabe. Ich werde Sie nicht länger belästigen, Madame. Mr. Poirot, eine Sache noch. Oui, Madame? Es ist so eine Kleinigkeit, dass ich mich fast schäme, damit einen Gentleman Ihres Rufes zu belästigen. Lassen Sie sich von Poirots Ruf nicht davon abhalten, Ihr Anliegen vorzubringen. Na ja, mein Drahtrekorder ist verschwunden. Ich habe da immer meine Briefe drauf gesprochen und ein Mädchen im Dorf hat sie abgetippt. Sie lernt gerade Maschine schreiben, darum bringt sie immer ihre eigene Maschine mit. Ich muss nur das Papier stellen. Wann wurde der Drahtrekorder gestohlen? Irgendwann am Abend des 19. August. Schließen Sie Ihr Büro ab? Das war niemals nötig. Ich verriegele natürlich den Safe. Da sind die einzigen Wertsachen drin. Passierte sonst noch etwas Außergewöhnliches an diesem Tag, an dem der Rekorder verschwand? Warten Sie mal. Na ja, das war der Tag, an dem Arlena Stewart ankam. So eine Berühmtheit sorgt natürlich immer für Trubel. Ich weiß nicht, ob ich etwas herausfinden kann, aber ich werde meine Augen und Ohren offen halten, Madame. Oh, danke. Vielen Dank, Mr. Poirot. Ein Drahtrekorder? Die Dinger sind doch riesig. Der sollte doch nicht schwer zu finden sein. Pardon, Madame. Eh bien, Hastings, Sie haben gute Fortschritte gemacht. Die Hauptdarsteller haben alle ihren Auftritt gehabt und Sie haben so viel erforscht, wie es mir am Morgen des 24. August möglich war. Sie haben einige der Rätsel entdeckt, die mich schon zu diesem Zeitpunkt beunruhigten. Wussten Sie da schon, dass ein Mord in der Luft lag? Es gab deutliche Hinweise, mon cher. Warum haben Sie ihn dann nicht verhindert? Wenn ein Mensch entschlossen ist, einen Mord zu begehen, ist es schwer, ihn aufzuhalten. Ich gebe mir keine Schuld an dem, was danach geschah. Es war unvermeidlich. Was sind meine nächsten Schritte? Wenn Sie bereit sind, werden wir unser kleines Spielchen fortsetzen. Ich konnte weitere Erkundungen anstellen. Stellen Sie sich den Bewohnern von Leathercombe Bay vor. Halten Sie nach Gelegenheiten Ausschau, jemandem im Dorf oder auf der Insel zu helfen. Man wird Ihre Bereitschaft zu würdigen wissen und geneigter sein, auch Ihnen im Gegenzug zu helfen, wenn es mal nötig sein sollte. Wie gehabt, werde ich Ihnen mit dem Finger des Verdachts und seiner Magie helfen, falls Sie mal nicht mehr weiter wissen. Ja, ein merkwürdiges Hilfsmittel. Ich glaube, Sie hatten mir einen zweiten Hinweis versprochen, um sein Geheimnis zu lüften. Sehr richtig, mein Freund. Und der Hinweis lautet Lampe. Energie? Lampe. Sehr erleuchtend. Interessant, interessant. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob man... Wo ist denn die Karte hin? Bin ich doof? Da. Ob man jetzt hier irgendwie was machen kann. Ah, jetzt haben die Gesichter, ne? Linda Marsh, hatten die vorher auch schon Gesichter? Keine Ahnung. Ja, wird sich zeigen. Ich denke, wir werden einfach weitermachen, ha? Ich dachte, Sie wären nicht da, Sir. Sie haben frische Handtücher und das Bett ist frisch gemacht, also kein Problem. Okay, danke dafür. Meine Güte, das Mädchen ist aber wirklich völlig aus dem Häuschen. Ich vermute, Ihr Freund Will Jenks dürfte der Anlass sein. Mit Sicherheit. Da sind die frischen Handtücher, die nehme ich doch direkt mit. So, ich habe keine frischen Handtücher mehr. Das heißt jetzt also nach Leathercombe Bay gehen. Ach, das ist dieser Saubermachwagen. Okay, jetzt habe ich eine Bürste mit, eine Schere, irgendwas anderes noch.
So, jetzt bestimmt, wie er ja schon sagte, irgendwie nach Leathercomb Bay gehen, ne? Sie ist nicht da. Da ist ein Schlüssel. Da ist noch irgendwas. Oh, oh, das war so nicht geplant. Leg das mal wieder dorthin. Die Büste eines Mannes namens Tom Cutter. Nie gehört. Da unten drunter ist aber irgendwie was. Der Filz. Warte. Wie interessant. Eine Platte mit einem Schlüsselloch darin. Aha. Da ist ein U. Also hin und wieder sind U's dabei. Das ist bestimmt den Schlüssel. Finden den wir Sie brauchen. Es nicht selbst recht? Noch ein Schlüssel. Ah, wie schön. Soeben ist ein wirklich seltenes Phänomen in Erscheinung getreten. Der britische Esprit. Zu Sticheleien besteht kein Anlass, alter Knabe. Habe ich den Schlüssel jetzt? Ja, okay. Oh, ein Schlüssel. Und Hotelgrundriss. Das ist ja praktisch. Ich nehme an für den Safe, oder? Der Safe ging ganz leicht auf. Er wird wohl oft gebraucht. Eine ganz gewöhnliche Sturmlaterne, mit der man signalisieren kann. Wir lassen sie für jetzt hier, Hastings. Dies sind keine Standard-Morse-Codes. Ich kann nicht sagen, dass sie mir gefallen. Du liebe Güte, Poirot, das ist ein deutsches Funkgerät. Ich glaube, wir müssen uns mal mit der guten Mrs. Castle unterhalten. No. Notieren Sie sich die Codes, aber wir dürfen weder etwas mitnehmen, noch über unsere Entdeckung sprechen, Hastings. Ich weiß, hier ist etwas faul, aber wir wollen abwarten und sehen, was sie tut. Sonst ist da nichts, weil das sieht aus wie so ein Brief, den ich noch mitnehmen könnte oder so. Okay. Packt man jetzt den Schlüssel wieder weg oder behält man den? Okay, aber das mit diesen Uhu ist seltsam. Naja. Okay. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich würde ja sagen, nach Leathercomb Bay, ne? Ich weiß nur nicht, wie man da hingeht. Oh, was macht der denn hier? Ich wollte Ihnen keinen Schrecken einjagen, Major Berry. Was? Einen Schrecken einjagen? Einem Mann, der 20 Jahre an der Front gedient hat? Unfug. Was hat er jetzt da gemacht? Der Kerl führt nichts Gutes im Schilde, Poirot. Merken Sie sich meine Worte. Jemand oder etwas interessiert ihn jedenfalls brennend. Gehen wir mal gucken. Ah, wen haben wir denn da? Madame Marshall? Diese Insel ist einfach zu klein. Man kann nirgendwo mal alleine sein. Wenn Sie es wünschen, ziehe ich mich zurück. Nein, schon gut. Der berühmte Detektiv, nehme ich an. Ich stehe zu Ihren Diensten, Madame. Tun Sie das? Das ist ja unwahrscheinlich freundlich von Ihnen. Ich gehe davon aus, dass Kenneth Ihnen von den Drohbriefen erzählt hat, die ich erhalten habe. Ich finde, Sie sollten diese Briefe ernst nehmen, Madame. Da könnten Sie recht haben. Sie haben es sich also überlegt? So könnte man es ausdrücken. Um Ihnen helfen zu können, muss ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Impertinente Fragen, vermute ich. Notwendige Fragen. Nun gut, dann los. Hat Mr. Marshall Sie zu dem Entschluss gebracht, mit mir zu reden? Kenneth? Nein, natürlich nicht. Was war es denn dann? Ich habe eine weitere Drohung erhalten. Hier ist sie. Der Tag deiner Bestrafung ist nahe. Das klingt ja, als würden sich die Dinge zuspitzen, nicht wahr? Das würde ich auch so sehen, ja. Kennen Sie jemanden, der Ihnen schaden möchte? Ich bin reich, schön und berühmt. Und diejenigen, die nicht so reich oder schön oder berühmt sind, empfinden ein gewisses Vergnügen, wenn jemand wie ich einen Fehler macht oder einen Schicksalsschlag erleidet. Die Klatschspalten und Boulevardblätter sorgen für Auflage mit Stories über das Unglück von Angehörigen der oberen 10.000. Was Sie sagen, mag alles stimmen. Doch diese Drohbriefe klingen nicht so, als wären sie nur aus Neid geschrieben worden.
Die zugrunde liegende Emotion ist eine andere. Hass? Präzise. Es ist kein Geheimnis, dass ich bei Männern gut ankomme, Monsieur Poirot. Ich mag die Männer und die Männer mögen mich. Die Frauen weniger. Wenn ich jemanden verdächtigen müsste, dann eine Frau, die glaubt, ich hätte ihr irgendwas weggenommen. Ein Name wäre recht hilfreich. Mag sein, aber mehr werde ich nicht sagen. Verdächtigen Sie jemanden hier auf der Insel? Nein, niemanden. Das überrascht mich. Ich dachte immer, Schauspieler wären geschulte Beobachter der menschlichen Natur. Verwechseln Sie nicht mangelnde Beobachtungsgabe mit mangelndem Interesse, Monsieur Poirot. Können Sie mir denn gar nichts verraten, was mir helfen würde, Ihnen zu helfen? Verraten Sie mir etwas. Sind Sie sicher, dass diese Drohbriefe eine Gefahr für mein Leben bedeuten? Nein, Madame. Das bin ich nicht. Ach, kommen Sie, Poirot. Ist das nicht offensichtlich? Nein, Hastings. Nichts ist offensichtlich. Dann sind wir ja einer Meinung. Einen schönen Tag noch. Ja, ich kann die auch nicht ab. Ich kann schon verstehen, dass keiner sie mag. Zumindest Frau nicht. So, gucke ich mal im Pub nach. Ob ich da irgendwie rein kann. Ich muss doch irgendwie auch mal in den Pub rein können. Mann. Tür ist immer noch verschlossen. Keine Ahnung. Und was, wenn es auf der Insel einen Notfall gibt? Dann wird sich wohl jemand nasse Füße holen. Ist ja anstatt das Büro, das doch einfach mal macht. Aber nein. Mi. Ach ja. Gucken wir mal, wo wir jetzt als nächstes hingehen. Mit wem wir reden, was wir machen. Ach, wir können ihm sagen, wir haben der Pater gefunden. Ich kann jetzt gerade nicht reden. Später vielleicht. Okay. Sie ist alleine. Guten Tag, Madame Gardner. Hallo, Mr. Poirot. Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Das ist ein bezauberndes Schultertuch. Vielen Dank. Ich habe das Gefühl, ich arbeite schon Jahre daran. Stricken Sie gern? Oh ja. Oakley hat seine Münzen. Ich habe das hier. Da, bitte. Fertig. Sie sind sehr begabt. Monsieur Gardiner sieht noch sehr jung aus für einen Pensionär. Oh, um Ihnen die Wahrheit zu sagen, Mr. Poirot, Oakley hat sich die Pensionierung nicht ausgesucht. Sie kam zwangsweise. Ein finanzieller Fehlschlag? Ja. Er erwähnte doch das Theater, das er geleitet hat, nicht wahr? Bien sûr. Nun, er war auch der Besitzer. Und da die Besucherzahlen zu wünschen übrig ließen, verfiel er auf die Idee, viel Geld, mehr als er sich zu verlieren leisten konnte, für einen Star auszugeben, der dort auftreten sollte. Sie nahm das Geld, sagte dann wegen Krankheit ab, die ganze Sache fiel ins Wasser. Er konnte das Theater nur noch schließen. Nun leben wir von seiner Soldatenrente und meinen kleinen Ersparnissen. Was führt Sie nach Sea Drift Island, Madame Gardner? Also unser... Oh Gott! Was ist? Unser Hochzeitstag. Heute sind wir 29 Jahre verheiratet und ich hab's vergessen. Ich hab kein Geschenk für ihn. Vielleicht dieses Schultertuch? Ich habe so etwas oft als sehr nützlich empfunden, um die Kälte eines Winterabends abzuwehren. Oakley würde so etwas nicht einmal als Leichentuch tragen und ich habe keine Zeit mehr, ihm noch etwas anderes zu stricken. Ich verstehe. Oh, Mr. Poirot, ich weiß genau, er wird mir heute beim Abendessen mein Geschenk geben. Was soll ich nur machen? Erlauben Sie, Poirot, Ihnen zu helfen. Ich werde ein passendes Geschenk finden. Wenn Sie das schaffen, gehört dieses Schultertuch Ihnen. Ich sollte lieber ins Hotel zurückgehen. Ich muss mich ja noch hübsch machen fürs Dinner. Poirot, wir haben zu viel zu erledigen, um uns um so etwas zu kümmern. Au contraire, mon ami. Es schadet nicht, Menschen in Notlagen zu helfen. Und dieses Schultertuch finde ich wirklich sehr hübsch. Wer das sagt, dann dieses Schultertuch finde ich wirklich sehr hübsch. Oh, wen haben wir denn hier? Wusstest du, dass diese Frau hier sein würde? Schau, Christine, ich weiß einfach nicht, was mit dir los ist. Mit mir?
Oh, Patrick, du hast doch darauf bestanden, dass wir hierher kommen. Du wusstest, dass Mrs. Marshall hier sein würde. Du bist in sie verliebt. Um Himmels Willen, Christine, mach dich doch nicht lächerlich. Wir waren so glücklich. Wir sind glücklich. Aber wir werden nicht mehr lange glücklich bleiben, wenn ich nicht mal mit einer anderen Frau sprechen kann, ohne dass du gleich einen Aufstand machst. Du liebst sie. Sei doch nicht albern. Komm, wir gehen zurück ins Hotel. Ich klettere runter in die Cutter's Cove. Du kannst ja mitkommen, wenn du willst. Das ist nicht gut. Nein, mein Freund. Aber trotzdem können wir nichts dagegen tun. Die Ereignisse werden ihren Lauf nehmen. Ja, da bin ich wieder. Ich wurde unterbrochen und weiß jetzt leider nicht, wie viel Zeit ich schon aufgenommen habe. Ich mache jetzt einfach spontan wieder 5 Minuten und dann hoffe ich, passt es. Was glauben Sie, was Sie hier tun? Poirot macht seinen üblichen Nachmittagsspaziergang, nichts weiter. Poirot, sagen Sie? Der Detektiv? Genau der. Ich bin Patrick Redfern. Meine Frau, Christine und ich, arbeiten Sie hier an einem Fall? Non, non. Nur ein wenig Urlaub. Machen Sie ebenfalls Ferien hier? Ja, ich bin Grundstücksmakler. Der Krieg hat den Immobilienmarkt hart getroffen, also haben wir uns ein paar Tage freigenommen. Der Krieg hat viele Bereiche hart getroffen. Das stimmt wohl. Wortwörtlich. Gefällt es Ihnen auf Sea Drift Island? Ich finde es sogar ganz toll. Das Wetter spielt sehr schön mit und das Wasser ist erstklassig. Als Junge habe ich die meiste Zeit damit verbracht, diese Küste zu erforschen, lange bevor hier ein Hotel gebaut wurde. Ich konnte beobachten, dass Sie die Freundschaft von Erlina Marshall genießen. Ach, sie ist nur eine flüchtige Bekannte. Christine und ich haben sie in London kennengelernt. Was für ein Zufall, dass Sie sich alle hier wieder treffen. Ja, allerdings. Wie war es hier, als Sie noch ein Junge waren? Auf der Insel gab es nur den Pub, Smuggler's End. Geschlossen und verbrettert. Und Cutter's Cove natürlich. Cutter's Cave? Eine Höhle hinter ein paar Felsen, unten in der Cutter's Cove. Haben Sie die Bucht noch nicht erkundet? Nein. Diese Leiter. Ist die sicher? Die Eisenleiter ist stabil genug. Aber Sie können auch vom Badestrand aus hinrudern, wenn Ihnen das lieber ist. Ah. Und Mrs. Redfern, teilt sie Ihren Enthusiasmus? Ja, sie zeichnet unglaublich gerne. Sie kann es sogar ziemlich gut. Wenn Sie mich entschuldigen würden, Monsieur Poirot, ich werde oben auf meine Frau warten. Mhm. Darunter geht bleibt man noch Sie nicht. Was bilden Sie sich ein, Dings? Er will da immer noch nicht runter. Ja, ja, die Freundschaft genießen. Ne? Wir haben gesehen, dass ihr rumgeknutscht habt, also gibt's nichts zu leugnen. Was mir jetzt auch gerade wieder einfällt, ich weiß nicht mehr, wer war das, Neowulf, der gemeint hat, schön, dass auch Poro seinen französischen Akzent wieder hat. Und ich, als ich den Kommentar gelesen habe, hatte der im Teil davor keinen französischen Akzent. Oh, guck mal, da ist der Tennisball. Der lag vor, den Abschnitt davor nicht da. Das vordere. Ja, das haben wir schon angeguckt. So, hier scheint sonst nichts weiter zu sein. Oh, warte mal, ich laufe verkehrt. Ich hab vergessen, hier lang zu laufen. Oh! Hallo, der Herr. Ich weiß nicht mehr, wer er ist, aber hallo. Bonjour, Monsieur Gardner. Haben Sie etwas verloren? Was? Oh, hallo, Mr. Poirot. Etwas verloren? Nein, ich schaue mir nur das Gras an. Ah ja, okay. Sie schauen sich das Gras aber ausgesprochen gründlich an. Das ist doch nicht verboten, oder? Vielleicht ist die Gärtnerei ja mein Hobby, passend zu meinem Namen. Stimmt, das wäre möglich. Aber Sie haben mir bereits verraten, dass Ihr Hobby das Sammeln alter Münzen ist. Ach ja, hab ich. Naja, stimmt ja auch. Jetzt weiß ich auch wieder, wer der Herr Gardner ist. Das ist der mit der sehr gesprächigen Frau. Eine wundervolle Aussicht von hier oben. Ja, ich habe gehört, Tom Cutter verbrachte viele Stunden hier oben und hat über das Meer Ausschau gehalten nach gestrandeten Schiffen. Was führt Sie und die charmante Mrs. Gardner nach Sea Drift Island? Eine Laune, glaube ich. Ich kann mich nicht so recht entsinnen. Nein, das war's nicht. Oh Gott! Was ist? Warum wir hergekommen sind? Weil, gute Güte, Mann,
Heute ist unser Hochzeitstag, der 24. August. Unser 29. Hochzeitstag und ich habe ihn völlig vergessen. Was soll ich nur machen? Wenn ich versuche, mich ins Dorf zu schleichen und etwas zu kaufen, wird sie es merken. Und dann weiß sie, dass ich es vergessen habe. Machen Sie sich keine Sorgen, mein Freund. Ich, Hercule Poirot, werde diese Mission für Sie übernehmen und Mrs. Gardiner wird überhaupt nichts merken. Das ist ausgesprochen anständig von Ihnen, Mr. Poirot. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Ihnen nur das Geld wiederzugeben, erscheint mir etwas kläglich. Sie könnten mir ja im Gegenzug die Wahrheit sagen. Mir erzählen, warum Sie wirklich nach Seadrift Island gekommen sind. Ich nehme an, das haben Sie längst erraten. Aber wenn Sie ein Geschenk für Carrie finden, werde ich Ihnen gerne alles erzählen, was ich weiß. Eh bien, dann wollen wir keine Zeit verlieren. Was soll ich ihr kaufen? Also, ich weiß nicht. Entscheiden Sie das bitte. Nur keine frivole Unterwäsche oder sowas. Ich muss noch dem Koch Bescheid geben. Wir brauchen etwas Kuchen und Champagner. Es ist so lustig. Sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie es vergessen hat. Er hat es auch vergessen. Und wir müssen für beide jetzt ein Geschenk besorgen. Genial. Aber ich denke mal, der sucht bestimmt nach dem Schatz oder so. War nicht mal die Rede davon, dass es irgendwie einen Schatz gäbe? Ach so, ja, das können wir ja noch nicht aufstemmen. No, Hastings. Und das ist ja noch nicht aufgedingst. Also aufgeklärt. Und wir haben ja noch nichts, ne, in unserer Tasche, was wir benutzen könnten zum Aufstemmen. Wir haben einiges, aber irgendwie... Wir haben bis jetzt auch nur für den Unterstupf was aus dem Inventar benutzt, oder? Oh, Monsieur Poirot, das ist einfach perfekt. Die Vögel laufen praktisch direkt auf mich zu. Ich bin erfreut, dass es Ihnen gefällt, Mademoiselle Marschall. Aber da stimmt irgendwas nicht. Schauen Sie, da auf dem Felsen, direkt am Ufer. Was ist das für ein Zeug, Monsieur Poirot? Das sieht aus wie Öl, Poirot. Vielleicht von einem undichten Schiffsmotor. Ich fürchte, daran wird der Vogel eingehen. Mademoiselle, ich fürchte, es ist Öl. Sehr schädlich für Lebewesen. Oh, bitte, bitte, Monsieur Poirot, wir müssen versuchen, ihn zu retten. Hastings, ich befürchte, das ist nicht mein Fachgebiet. Meins leider auch nicht, alter Knabe. Vielleicht gibt es jemanden im Dorf, der uns helfen kann. Okay, es soll also Richtung Dorf dann gehen. Wir werden nichts Neues erfahren, wenn wir sie jetzt noch einmal stören. Okay. Ach, wie sie rausgesprungen kommt. Ach du meine Güte, ich hätte mich als Vogel voll erschreckt. Ich erschrecke mich auch schon so sehr leicht. So, ich glaube, draußen haben wir alles, oder? Wir waren auf jeden Fall in der Bucht drinne. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge damit drinnen weiter. Und gucken, was wir da Neues erfahren. Und wie wir zum Dorf kommen. Wie die Geschenke aussehen für die beiden Herrschaften, die ihren jeweiligen Hochzeitstag vergessen haben. Das heißt jeweiligen, ne, aber ihren Hochzeitstag vergessen haben. Und ja, ich bin mal gespannt. Bis dann, tschüss, eure Teil.